Und Thomas Oral meinte, da hat die Mannschaft Charakter gezeigt. Fortsetzung erwünscht. RB von rechts nach links mit Frahn. Und mit Rosin, einem der zahlreichen Ex-Magdeburger im Team von Rasenballsport. Und der war gefährlich. Gute Parade auch von Matthias Tischer. Die Magdeburger müssen hellwach sein, sind nur 2 Punkte vor den Abstiegsrängen. Chance aus der 6. Minute. 4.600 Zuschauer mit dabei. Er steht unter Druck, gar keine Frage. Rüd Kaiser, der verantwortliche Trainer des 1. FC Magdeburg. 7. Minute. Möglichkeit für seine Mannschaft, das war Rodriguez. Sind das die Vorboten eines offenen Schlagabtauschs? Starker Beginn von beiden Mannschaften, kaum eine Abtastphase zu spüren. Wieder Rasenballsport. Mannschaft kontrolliert jetzt nach einer Viertelstunde das Geschehen. Mit Sebastian. Mit Bayer. Und mit Frahn. Und das macht er clever. Das macht er ausgebufft. 1:0 für den Favoriten. Für Rasenballsport Leipzig. Nach einem schönen und gekonnten Angriff. Keine Chance für Matthias Tischer. Also alles läuft in den gewohnten Bahnen und sie skandieren natürlich Auswärtssieg, Auswärtssieg. Rasenballsport hat das Geschehen voll im Griff. Müller. Aber manchmal leistet sich Rasenballsport Deckungsschwächen, so wie hier. Und Neumann nutzt dies. Ein Prachttor, passend zu diesem Sonntag. Erster Saisontreffer des Außenverteidigers Neumann. 29 Jahre alt, ein Urgestein der Magdeburger mit diesem herrlichen Schuss. Gönnt man ihm regelrecht diesen Treffer. Und das die Reaktion der Fans. Und mit dem 1:1 geht es dann auch in die Pause. Insgesamt ein gutes, ein sehenswertes Spiel. Keine Wechsel zu Beginn des zweiten Abschnitts. Weichs. Weichs, und manchmal geht es ganz einfach. RB war da wahrscheinlich noch in der Pause. 2:1 für den 1. FC Magdeburg. Riesengroß natürlich die Freude bei Rüd Kaiser und seinen Mannen. Weichs leitet selbst ein diesen Treffer. Dann Wolf. Weichs ist nicht unbedingt der Torschütze vom Dienst. Hat man hier gesehen, auch für ihn. Wie für Neumann der erste Saisontreffer, aber das sind ganz wichtige Tore. Von Rasenballsport wenig zu sehen in dieser Phase. Wieder Wolf, ja, der gefällt mir auch besser, wenn er über außen kommt als Mittelfeldmann. Aber er hat immerhin als Stürmer 6-mal getroffen für den 1. FC Magdeburg und ist damit der Beste seiner Mannschaft. Von der 46. bis zur 76. Minute nicht eine Möglichkeit für RB Leipzig. Das ändert sich jetzt mit Frahn. War ein schöner Pass, tolle Ballannahme vom Leipziger Stürmer. Pass in die Schnittstelle der Magdeburger Viererabwehrkette. Und dann diese große Möglichkeit und auch eine tolle Parade wieder von Matthias Tischer. Jetzt wacht Rasenballsport auf. Jetzt investieren sie mehr. Stürmen mit Maus und mit Mann. Und auch der Innenverteidiger Thomas Kläsener geht damit nach vorne. Aber bringt's noch was? Linke hat auf dem Trainerstuhl Platz genommen, aber ganz einfach, weil man von dort eine bessere Sicht hat. Eine andere Begründung gibt es nicht. 88. Minute. Noch einmal Rasenballsport. Kann der 1. FC Magdeburg dieses 2:1 über die Zeit bringen? Ja! Rockenbach da Silva, der beste Leipziger mit der letzten Möglichkeit. Dann ist Schluss. Und groß ist der Jubel bei Rüd Kaiser und dem 1. FC Magdeburg. Ingo Hahn.